Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Okay, jetzt kommt die Kopfhörer. Ich hoffe, ihr habt erstmal verstanden, warum ich so auf meine Mutter erwähnt habe, was meine Mutter mir so wichtig ist. Ihr seid nicht im Geld hinterher? Leute denken, mich interessiert dieses scheiß Gold. Mich interessiert gar nichts. Ich bin kein Materialist oder sonst was. Ich habe Allah. Wird mir was genommen, habe ich Sabr, bekomme ich das Zehnfache zurück. Und so war es immer. Mein Hack meinte ich was anderes. Ich habe dir so lange Zeit gegeben, es sind 3 Wochen vergangen. Und du hast mich mal wieder angelogen. Jetzt kommen 100 Bars. Gegen die Hexe. 100 Bars geschrieben. 1000 Bars, 52 Minuten. Ja? Du kommst an diesem Freitag angestürmt mit deiner Familie. Ihr räuchert die ganze Wohnung leer. Dein Vater wird handgreiflich, packt mich in der Wohnung an, lenkt mich im Wohnzimmer ab und ihr macht das ganze Schlafzimmer leer. Von Gold bis Schmuck. Schau, Jani, gab's noch einen Raub. Den so eine geschmierte Sarach. Wandtattoo aus dem gemacht. Jani, die haben den auch noch ausgeraubt. Aber wie denn? Der ist reingekommen, hat gesagt, ey, komm her, ich will mit dir reden. Die haben dann diesen... Tango down. Übernehmt ihr beiden hinten. Mal komm. So, ihr beiden hinten positionieren, ich übernehme vorne. Und das hat dir nicht gereicht. Was machst du? Was machst du? Du kommst in mein Zimmer. Sag Salam Alek. Du gehst in das Zimmer von deinem Ehemann, von deinem Noch-Ehemann. Ihr seid noch nicht geschieden, die Rede ist noch nicht, doch gar nichts ist davon gefallen. Und furzt. Du gehst an seinen Schrank und du klaust dein Bargeld. Du klaust das Bargeld von deinem Ehemann? Hä? Oh, fuck, Digga. Bruder, Kinder. Bruder, was haben die mit denen gemacht, Alter? Der so viel für dich getan hat, der so viel investiert hat. Und du schämst dich nicht und klaust das Bargeld von deinem Ehemann. Scheiße, Digga. Bruder, Wallah, die haben den gefickt, Bruder. Like, Gold, Bargeld, Porsche, Saal, Hochzeit. Like, wie viel Geld hat Kahn? Ich heirate mit dem. Ich schwöre dir, Bruder. Der hat überall Geld, Land. Ich kauf Porsche. Da, Saal, da Autos, Geld im Schrank. Gold, Auto, schenke ich dir, brauchst du nicht. Auto, gehen. Kauf nicht. Ich, was geht hier ab, Digga? Wallah, der Typ ist rich, ne? Was macht der? Ich mach das auch, YouTube-Content. Ich mach auch YouTube nur noch. Du sagst, ich hatte das nicht. Ich hab das Geld nicht geklaut. Hä? Bruder, ich küsse dein Herz bei 15.000 Gold. Hast du keinen Training. Du mach jetzt weinst du mein Geld. Wie war das denn? Ich hab Para gehört. Ich hab da viel auf Türkisch geredet. Und ich hatte vorher die Memo nicht aufnehmen können, weil sie von sich aus allein aus gestanden hat, was ich auch sehr gut fand. Kahn, es tut mir leid, ich habe dein Geld geklaut. Und da wollte ich sie doch mal zur Rede stellen, weil ich das Ganze zur Anzeige gebracht habe vor wenigen Tagen, weil ich wusste, das Geld wird dieser Vater, dieser absolute gierige Geizhals niemals rausgeben. Dieser gierige Geizhals hat mir 20 Mille geklaut. Scheiße. Bruder, ey, das ist nicht lustig, der ist traurig. Bruder, das ist doch mein Job. Ich schulde solche Sachen doch wieder. Hälfte kriegst du, Hälfte krieg ich, Bruder. Bruder, wir können das Geld sofort holen. Wie viel Mal Bruder? Die Sachen klärt man doch, Bruder. Digga, die haben den echt, also wenn das so ist, ich weiß es ja nicht. Die haben den echt... Ich war das Gerichtsvorzieher geworden. die haben den echt... Also, die haben den echt hops genommen, Digga. Und sie hat selber zugegeben, dass ihre Mutter sie zu einer Straftat gezwungen hat. Ich suche seit 2-3 Tagen meine 2000 Euro und ich bin behindert. Und wenn der andere ist, das hast du dir verdient. Das habe ich mir verdient. Ich habe doch Wipperlocken gesehen, oder? Was war das denn? Double Time. Boah, Scheiße, wo kam der? Ey, der kam Hölle. Aus der Hölle. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Guck mal da. 2-3 Tage meine 2000 Euro und ich bin behindert. Und wenn der andere ist, das hast du dir verdient. Wenn der hab ich mir verdient? So viel, wie ich für dich getan habe, hä? Scheiße. So viel, wie ich bezahlt habe, wie viel ich dir ausgegeben habe, egal was du wolltest, jede Handtasche, jedes Paar Schuhe. Das ist doch ein Esel, Alter. Leute, was ist das für ein Appell an uns? Lass kein Geld, kein Gold und kein Nichts zu Hause. Also... Deutsche Frau Beste. das tut mir schon echt leid. 3000 Euro Hochzeit. Also das muss ich ehrlich sagen.
10% auf Rechtsschutz mit dem Konya WC. Jetzt 10%. Jetzt 10% auf Eheberatung mit dem Konya WC. Man hat Mitleid mit dir, aber man muss auch. Ja, der ist ja. Guck mal, jetzt mal bei aller Liebe. Real Talk jetzt an Kanyavi. Es ist natürlich sehr schade, dass die Beziehung so verlaufen ist. Ich kann seinen Schmerz fühlen. Es ist überhaupt, also so wie er das jetzt gerade sagt, das ist natürlich ganz klar. Ich gönne sowas niemanden, aber sehe das als Lektion. Als Erfahrung im Leben. Bruder, für diesen Preis, den du bezahlt hast, wortwörtlich, hättest du dir eine Escort piep, 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 für 20 Jahre mieten können, Bruder, Alter. Ich küsse dein Herz, Bruder. Du weißt, was ich meine. Ist eine Erfahrung. Ist eine Erfahrung im Leben. Mariavi. So viel hatten wir vor, so viele Reisen. Malediven, Tokio. Malediven, Tokio. Ich küsse dein Herz, Bruder. Tokio machen, Cousin, da gibt es nicht mal Halal-Fleisch. Ich küsse dein Herz. Malediven, Tokio. Kanyani, Universum kampf. Amsterdam. Und kein Wunsch deiner Liste war mir zu viel. Und ich hab das verdient, dass du mich beraubst, deinen Ehemann? Ihr seid nicht mal geschieden und du beraubst deinen Ehemann, du schämst dich gar nicht, hä? Und du klaust sein Geld. Boah, heftig, hä? Mann. Heftig. Du weißt ganz genau, wofür ich dieses Geld gebraucht habe. Du wusstest ganz genau, was ich vorhabe. Du wusstest ganz genau, ich hab ein halbes Kilo noch offen gehabt. Ich war auf Koran, ich wollte das gerade sagen. Ich wollte 2 Kilo zurück. Da hast du mich gefickt. Ich hab noch ein ganzes Kilo offen bei den Holländern. Du weißt, die brauchen das Geld von mir. Die machen das bis, die kommen nicht schicken. Aber ich eröffne momentan einen Laden. Ah, Laden. Und ich muss jeden Tag Arbeiter zahlen. Und ich werde behindert und denk mir, wo ist mein Geld? Kanya wie gegen Schwiegervater bei Universum. Hä? Es geht nicht um 2000 Euro oder um 1 Euro. Es geht darum, dass du dich traust, diese Schublade aufzumachen. Mark. Ja, das ist heftig. Weißt, wo sein Mann sein hart verdientes Brot versteckt. Das ist natürlich heftig. Diese Aussage sollte das Finanzamt natürlich überhören. Aber es ist wirklich heftig, dass er ihr vertraut und ihr auch sagt, wo das Geld ist. Wo das Geld ist für den Laden, für die gemeinsame Familie, für die Familiengründung. Und dass da reingegriffen wird und dass geklaut wird, ist wirklich link. Wirklich krass. Und du nimmst es ihm. Du mich nachverlassen. Verdient? Ja, was hast du verdient? Wenn der Hackener geht mir, also wenn wir hier immer heute, sie haben Paloma Nasse Chabu. Sind Außen oder Außen? Der andere, der redet? So nicht seine Stimme, Alter. Ich weiß es nicht. Ah, hat er auch verstellt. Okay. Paloma nicht Chabu. Und ich sage, reicht es dir nicht, dass du das Gold genommen hast, im Wert von 20.000 Euro? 20? Meine Mutter hat ihr ihre Hochzeitsbläsig. Von ihrer Hochzeit, ihre 3 teuersten Armbänder hat sie dir gegeben. Und du bist so dreist, nimmst das Gold, beanspruchst alles für dich und nimmst dann noch mein Geld. Ich geb dir was doch zurück, nachdem wir die... Wo gibst du es mir zurück? Wo? Es sind 3 Wochen vergangen. Wo? Dein ekliger Vater, er wird niemals dieses Geld rausgeben, weil er das Geld so hält. Weil der einfach nur, er ist krank, er ist kaputt im Kopf und er hat mich krank gemacht. Finanzen Sachen haben. Du kommst hier hin mit deinen Eltern. Ich hab mich so sehr geschämt. Wieso? Mit 2 Autos. Du hast eine Bettdecke abgemacht, hast diese dünne Decke rausgenommen, die ihr von Otto habt für 20 Euro, eine absolut müllige Decke, die nicht mal warm gehalten hat. Und ich habe trotzdem Alhamdulillah gesagt. Die nicht mal warm gehalten hat. So ein Seitenhieb noch. Dann ich habe 80.000 Euro ausgegeben, ich habe Decke für 20 Euro mitgemacht. Ich küsse dein Herz, also das tut mir schon leid, wirklich, es tut mir auch weh, ich kann den Schmerz verstehen. Bruder, normalerweise bei heftig, deutschen Geschichten endet das immer im Krieg. Ja, nee, eigentlich ist Kanyavi der Samariter in dieser Geschichte hier, sozusagen, wenn man das jetzt so hört alles. Ne? Also der Robin Hood. Robin Hood. Ohne Geld am Ende. Der hat nicht mal Hut mehr da. Scheiße, Alter. Auch wenn diese Decke nicht warm hält, hä? Du warst Wärme genug, du gehst nicht. Boah, ich küsse dein Herz. Ey, Frost, Alter, schreib doch mal ein neues Album. Bruder, ich küsse dein Herz, Alter, du warst Wärme genug. Jetzt übertreibst du, Bruder. Wallah, ich weiß nicht, ob der die noch liebt oder das.
Und das, also solche Wörter können doch nur... Wetten, der wird morgen nochmal Hochzeit machen und das Gleiche nochmal bezahlen? Komm, wir wetten, Walla, die heiraten 3 Monaten wieder. Boah, das, der Arme, tut mir echt leid, Mann. Du warst Wärme genug. Boah, das tut weh, Alter. Oder Männer, die geliebt haben, kennen diesen Schmerz, Bruder. Nur ich wurde nicht abgezogen, Bruder, ich hab mein Alter abgezogen. Ich hab mehrmals geliebt. Bis die Überweisung kam. Nein, Spaß beiseite, aber ey, das ist schon schmerzhaft sowas, ne? Also der Satz war schon krass, so, du warst Wärme genug und so, das ist schon heftig, Mann. In die Küche hast jede einzelne Gabel, Messer, Teller, du hast alles mitgenommen. Ich fick diese Teller in der Mitte. Ist es komplex aus? Du hast auch die Mülltüten genommen. Alles mitgenommen. Und dann sagst du zu mir, die Ringe, das Gold, alles gehört mir, ich behalte das, das ist mein Hack. Wo hast du noch Hack? Wo hast du noch Hack? Was du mir angetan hast. Ey, bei aller Liebe, wir können auch viel Spaß machen, ne, aber das ist schon schmerzhaft. Bruder, der Arme, tut mir leid, Bruder. Wir machen viel Spaß, weil das Content ist. Ja, aber ist, ey, das ist ich schon... Ich bin 100% auf seiner Seite, Bruder. Ich würde das auf die Kacken, das Gold holen mit jeder Art und Weise, die ich machen muss. Und das Scorpio schreibt, jetzt kackt dein Vater meine Boxershorts. Oh Mann, Alter. Das ist, ey, so Ehekrisen in der Öffentlichkeit ist heftig, Mann. Dein Kopf speicherst, dass du dein Geld da versteckt für die Zukunft. Um das zu beschlagnahmen, dann war das keine Ehe, dann gebe ich dir recht. Wirklich, das war keine Ehe. Wenn du eine Woche vorher das Gold wolltest und dann auch noch an das Geld gedacht hast, dann war das keine Ehe. Und ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Wallahi, meine Mutter hat mir gesagt, hier stimmt was nicht. Das Gold wird zu Hause. Ich habe gesagt, nein, selbst wenn es so ist, lass. Ich will das Gold haben, du sollst das Gold nehmen. Aus dem Spind in den Schrank rein. Und das war die Strafe, dass ich meine Mutter nicht gehört habe. Jesus, das war kein Ding. Wir gehen nicht in euer Hack rein. Ihr denkt nur an Geld, Geld, Geld. Du denkst vielleicht nicht so, weil du hast das Geld nicht von dir ausgestohlen, aber deine Eltern denken so. Und das ist sehr, sehr traurig. Bedank dich bei deinen Eltern, dass alles kaputt gegangen ist. Bedank dich bei deinen Eltern, dass du eklig geworden bist. Warum hast du meine Mutter gelästert? Weil deine Mutter mitgelästert hat. Als Mutter musst du dir sagen, hey, jag mal, weil du bist ein Jachischin, weil ich müsste mal, hä? Insan lässt seine Farbe. Da wurde ich zwar ein bisschen lauter. Und da stehen immer noch meine Eltern zu dir und sagen, mein Sohn, schrei sie nicht an, red normal. Bis heute standen meine Eltern zu dir und du. Geisteskrank. Mama, wo ist denn die Tafel, die Welt gekriegt? Ja, Tafel, wer ist denn? Ja, Mama, wo hast du? Du hast zu wenig versucht und zu schnell aufgegeben. Und du postest deine ganzen Storys. Ich würde mit dir nicht reden. Ich würde nicht das und dies und das. Aber der Arme tut mir schon leid, Alter. Also das, der macht bestimmt eine sehr grausame Zeit durch. Weil ich keinen Mann habe von dir, den ich kenne. Den ich dir nicht weggeschickt habe. Hab ich nicht. Du hast mich weggeschickt. Guck mal. Bam, so eine Burgin, Bruder, zu zeigen. Und was laberst du da? Also, Junge, du hast dein Leben gefickt, der hat dich weggeschubst. Komm, schubst mich, gib mir 20.000, schubst mich vom 2. Etage runter. Also ganz ehrlich. Ich bitte dich, Alter. Also ich verstehe natürlich, der Kahn ist natürlich sehr abgefuckt und ist traurig. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ist keine schöne Sache, aber Bruder, hätte ich eine Frau und die kommt zu mir nach Hause mit ihrem Schwiegervater, also mit ihrem Vater, weil ich hätte die alle weg. Ich schwöre auf alles, ich hätte gesagt, geh, wasch dein Gesicht erstmal. Die werden ohne Geld nach Hause gehen. Stütz dein Herz, Bruder. Unglaublich, Alter, ja. Die werden ohne Socken nach Hause gegangen, Bruder. Baba sind der nächste Mädel. Bin im Teilgeber. Baba sind Baba, wenn er hat uns. Bin ich recht oder unrecht? Oh, Baba sind dir, ich habe auch noch ein bisschen Idiot, wenn Baba sind dir mit dem. Der ist hier, ist der mir, Mutter. Sie sagt, du hast mich an den Tag nicht gehalten. Bist du nicht meine Ehefrau? Musst du nicht an meiner Seite bleiben? Ja. Wenn dein Vater hier reinkommt und handgreiflich wird, ja, und mich terrorisiert, Kasim, du packst deine Sachen und du fängst sofort an, im Schlafzimmer das Wichtigste einzupacken.
Dann soll ich zu dir kommen und sagen, nein, meine Frau bleibt. Weil ich habe an dem Tag, und das gebe ich offen ehrlich zu, ich habe gesagt, hör auf deinen Vater und geh. Ich habe nur das gesagt, was längst ausgesprochen wurde und was du schon selbst danach gehandelt hast. Du hast deine Sachen gepackt und ich habe dir extra dreist noch gesagt, ja komm, pack deine Sachen. Ich habe versucht, mir das nicht anmerken zu lassen, wie sehr mir das im Herzen wehgetan hat. Dein Vater hat über dich entschieden und dein Vater hat dich ohne Grund einfach an dem Tag mitgenommen. Ich weiß nicht, was für ein Spiel ihr gespielt habt. Aber dieses Spiel ist vorbei. Game over. Ja, du hast verloren. Und an dem Tag hätte ich dich gehalten, hätte ich deinen Vater in dieser Wohnung, Gott weiß, was ich mit ihm angestellt hätte. Und ich habe Respekt mit dem Zeigenball. Ich erhebe meine Hand nicht. Egal, was er an dem Tag gegen mich gemacht hat, wie er handgreiflich wurde, ich habe Respekt, das habe ich von meinem Vater beigebracht bekommen. Also ich hätte meinen Schwiegervater die Fresse poliert. Egal, wer das ist. Wer mich anfasst, kriegt einen auf die Zähne. Direkt in die Schnauze. Sag ich dir ehrlich, bei allem Respekt, so, das ist ja nicht mein Vater. So. Die kommt irgendwo fremder Mann oder Schwiegervater hin oder her. Wenn der Vater dir die Tochter gegeben hat, wir reden jetzt vom Islamischen her, ne? Hat der dann kann der nicht kommen und sagen, ich nehme die mit. Dein Wort gilt vor sein Wort. Natürlich. Wenn der gesagt hätte, hör mal zu, du bist in meinem Haus. Brautgabe wurde gegeben, es wurde Ablöse bezahlt. Man geht eine Ehe ein, die Frau gehört auch dem Mann. Auch bei Junge, du bist in meinem Haus gerade. Was du kommst, nimmst meine Frau, nimmst die Sache mit. Entweder komm mit Anstand oder verpiss dich. Will die nachkommen, soll die morgen oder soll die gleich nachkommen, aber du verpiss dich hier raus. Handgreiflich, Zahnkonflikt. Also, sowieso. Also, was ich meine mit die Frau gehört dann dem Mann. Im bildlichen Sinne, ja nicht, sie ist jetzt irgendwie der Sklave des Mannes. Sie gehört zum Mann jetzt. An der Seite das des ist Mannes. An der Seite des Mannes. Tochter, das heißt, Vater, genau, das ist jetzt, also sie ist jetzt eine eigenständige, erwachsene Frau mit einem Ehemann. Da hat der Vater nicht mehr viel zu melden. Und auch keinen Anspruch auf das Geld oder irgendwas. Das ist Kahns Geld. Das hat nichts bei dem Schwiegervater zu suchen. Ich fasse keine älteren Menschen an und erst recht nicht meinen Schwiegervater. Weil ich so weit vorausdenke, dass wir uns immer noch versöhnen könnten, damit es nicht komplett im Streit eskaliert. Warum soll ich den Hund an einer Leine bleiben? Warum bist du ein Hund? Du bist meine Frau! Du musst doch neben mir bleiben, du musst doch neben deinem Mann bleiben, hä? Warum mischst du mal deine Eltern ein? Warum müssen deine Eltern über dich bestimmen? Hä? Ja, dein Fleisch gehört deinen Eltern, aber deine Knochen gehören mir! Du gehörst mir, du bist meine Frau! Du bist mein Eigentum ab sofort! Ab sofort! Ab jetzt! Jetzt! In diesem Augenblick! Warum verstehst du das nicht? Warum standest du nie zu mir? Ich sag's euch noch etwas. Ich sag euch. Ich hab den Vatersbrief, den großen Brief. Dein Vater hat den kleinen. Dein Vater hat den kleinen Brief, ich hab den großen Brief. Ich hab ihr TÜV gegeben. Zertifikat, bei mir. Knochen ist für Hunde. Fleisch ist für Männer. Andersrum. Was? Dein Fleisch ist für Männer, Knochen ist für Hunde. Deinen Eltern gehört das Fleisch, deine Knochen gehören dir. Ich weiß, deswegen sag ich doch. Eigentlich heißt also, das, die Knochen sind für Hunde. Die haben den ja auch zum Hund gemacht. Knochen ist für Hunde und Fleisch ist für Männer. Aber ich weiß schon, wie er das meint. Ich weiß, wie Kahn das meint. Er hat auch recht. Das ist seine Frau. Sie muss zu ihm halten. Da gibt's kein Ich halte zu den und den. Die Frau hält zum Mann und der Mann hält zur Frau. Wenn man heiratet, dann ist Mann und Frau ein Team. Da ist man so. Nie ohne mein Team. Ey. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was ich meine. Ja, nee, es ist ein Team. Da gibt's keinen Onkel, gibt's keinen Vater, gibt's keinen Bruder, da gibt's keinen dazwischen. Mann und Frau sind ein Team. Richtig. Wie ein Schloss. Dings. Und sind im Team, ja. Schlüssel und Schloss. Schlüssel und Schloss. So, nein, yes. Aber ihr wisst, was ich meine. Eine Frau, die heiratet, gehört zum Mann und ein Mann, der die Frau heiratet, der Mann gehört zu der Frau. Die beiden gehören zusammen. Und da kommt auch nichts zwischen erstmal. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, keiner ist von keinem der Hund, keiner ist von keinem der Sklave. Die Frau darf auch nicht in der Ehe unterdrückt werden oder sonst irgendwas. Aber es ist ein Team und es muss im Team gehandelt werden. Sie hat nicht Schloss gegeben für seinen Schlüssel. Hat nicht gepasst. Hä? Warum konntest du nicht einmal zu mir stehen? Nicht einmal zu deinem Mann, warum konntest du nicht einmal? Mann, lass, ich liebe diesen Mann, ich will hier bleiben, hä? Warum konntest du nicht? Vielleicht, weil die dich nie geliebt hat, Bro. Vielleicht. Ich schwöre dir. Ich weiß es nicht. Ich stand nicht einmal neben mir. Ja, nee, sogar bei der Hochzeit, du hast mit deinem Vater getanzt.
dieser Anfangstanz, nicht bei mir. Diese, wo, diese, wie heißt das? Eröffnungstanz. Hast du da warte ganz. Diese Rambi, was, wie heißt das auf Rambi Deutsch? Geld geben. Geld. Sogar die haben bei deinem Vater auch Geld. Wir haben noch mit deinem Vater Geld. Ey, sagt der Kahn noch, wer das Rambi Geld genommen hat? Ey, wenn der jetzt sagt, der Vater hat das genommen, dann fick ich Kahn. Leute. Dann hau ich den bei Universum auf die Fresse. Bei Ausländerhochzeiten steht man am Ende und dann hängen die Leute so... Weil alles so da gibt man, so jeder, der zur Hochzeit kommt, gibt so Geld, so als Neustart. Der Vater von der Braut stand da, die haben Geld. wenn der Schwiegervater das Geld auch eingesteckt hat, boah, dann ist echt... Das, Scheiße. Bruder, das ist, dann hat der Typ maximal Geld mit seiner Tochter gemacht. Kennst du am Anfang diese Vase, die man gemacht hat? Der Vater hat das Geld... Der hat die Kinder... Der Schwiegervater hat die Leute da gehauen, hat vom Boden die Bombe noch aufgehoben. Der Pfennigfuchs, Alter. Scheiße, Alter. Ey, nichts gegen den Mann, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, aber so auf diese Effektwitze, ihr wisst. Aber das ist schon heftig, Mann. Also der wurde schon der Gute... Leute, wenn der Vater irgendwelche Spendenaufrufe macht, spendet auf keinen Fall irgendwelche Geld dahin. Also der kam gut, leider... durch den Kakao gezogen bei dieser Geschichte. Traurig, es tut mir auch wirklich, es tut mir auch wahnsinnig leid für den, ey. Ich hoffe, das macht keiner von euch durch, Alter. Warum kämpfst du nicht einfach mit mir? Du konntest mich nicht mehr anholen. Ich habe eine Frage, aber. Eine Frage hätte ich noch. Seine Stimme ist fast identisch mit seiner echten, aber, ne? Aber eine Frage hätte ich noch. Braucht ihr noch Geld? Junge, du sagst erst was Gutes über den, dann fickst du den wieder. Ey. Scheiße, Alter. Wurde die ficken sein Leben. Und der sagt, Baba Ari, eine Frage. Ey, Bruder, ich krieg Kopfschmerzen, wirklich jetzt. Ey, wie nennt man Schwiegervater auf Türkisch? Ja? Wie sagt man zum Schwiegervater auf Türkisch? Ich sag doch Baba zu dem, Alter. Baba, ich habe eine Frage. Also brauchst du noch Geld. Ich hab noch dabei. Warte, nimm mal die 2 Mille auch noch mit. Scheiße. Ey, sorry, ein bisschen Spaß muss auch sein, Alter. Ey. Wir sind voll bei Kahn, übrigens, 100%. Ja? Du kannst beantworten. Nur eine Frage, wirklich. Warum ich diese Frage gestellt habe, ist klar. Einfach nur als Beweislage für die Polizei. Denn es gibt einen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Was hat er gesagt? Ich hab nicht zugehört. Was hat er gesagt? Hör auf. Ey, bitte jetzt. Komm. Also, falls ihr einen Anwalt braucht, gerade ist Anwalt. Guck mal, wie geil. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Warum ich diese Frage gestellt habe, ist klar. Einfach nur als Beweislage für die Polizei. Denn es gibt einen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Also, woher kennt er diesen Paragraphen? Kannst du eine Straftat nicht anders beweisen, darfst du dies aufnehmen. Deswegen habe ich das auch gemacht. Niemals würde ich irgendwie sonst meine Frau aufnehmen oder sonst was mit dem Hintergedanken, dass ich es irgendwann für sie verwenden kann. Weil das war das dritte Mal, dass sie zu uns kam. Freitag haben sie das Geld mitgenommen. Einen Tag danach am Samstag haben die ihre Klamotten mitgenommen und 3 Tage später am Dienstag haben die ihre Küchensachen mitgenommen. Und das oder war der Dienstag. Und, ich dachte, die kommen zum oder Reden, ist einmal bei, das Gold, ist, einmal die Klamotten, einmal die Küche. Ist bei Kahn Tag der offenen Tür. Bruder, ich komm morgen auch. Ey, wir brauchen noch... Stimmt, da hinten diese Ja, wie es wollt mit. Bruder, jeden Tag, wenn die kommen, lass sie doch nicht mehr... Kann man noch ein bisschen was abstauben bei denen? Weiß jemand, wo der wohnt? Treffpunkt Kahn. Ich brauche eine neue Couch. Die ist noch aus dem Keller. Bruder, wie lässt du die am dritten, nach zweiten Tag, guck mal, ersten Tag, die ficken nicht, du lässt sie wieder rein. Wallah, wie kannst du die dreimal hintereinander reinlassen? Geh du doch mal bei denen reden. Ich küsse dein Herz. Dieses alles ist verschlossen bei dir. Moment, und an welchem Tag war das, wo du in meinem Schrank bist, dass ihr das Geld genommen habt? Ich will nur das wissen, mein Seelenfrieden. Ich will nur das wissen. Denn er wollte das als Beweis aufnehmen, weil sie dachte, dass er das Geld... Genau. Ich will das, sag das nochmal genau detailliert, warte. So. Guck mal, so. Wann hast du das Geld genommen? Es ist nicht für den Paragraphen, für den Richter. Ja, diese Gesetzesstücke. Es ist nur für, dass ich das weiß. Also noch, ah, warte, ich hab nicht aufgenommen. Nochmal. Ach, Karan, haram. Wallah, ich will das für mich wissen. Weil ich konnte nicht sehen, wie du in mein Zimmer bist und hab das nicht realisiert. Meine Mama hat das im letzten Moment gesagt. Okay. Wo war ich? Und dann lässt es über meine Mutter, dass sie schlimm ist.
die Hadji-Hodja-Familie hier und da. Hast du gehört? Deine Mutter schläft dich, hast du... Die Mutter hat gewartet und letzte Mal gesagt, psst, und dann ist sie rein und wieder raus. Hast du verstanden, ne? Mhm. Die Mutter ist stabil, Alter, ja. Also ich muss ehrlich sagen, Khan, tut mir unfassbar leid. Es ist wirklich... Hättest du die Mutter nicht gebrochen können früher bei deinen Raubzügen? Ich hätte den Vater gebraucht. Der richtig am Ganove. Der hätte unter euch noch geklaut. Ja, Bruder, ich hätte beide gebraucht. Mutter und Vater, das richtige Ganoven-Team, Bruder. Also ganz ehrlich, wie gesagt, Freunde, so eine Ehekrise öffentlich, so eine Schlammschlacht in der Öffentlichkeit ist nie schön. Aber danke trotzdem. Schade für Khan, traurig auch für die Familie. Also ich fand Khan ja, wie gesagt, immer korrekt. Und scheint immer noch sehr respektvoll geblieben zu sein nach all dem Scheiß, was dem passiert ist. Unfassbar. Dich dazu an, das Geld von deinem Ehemann zu klauen? Was war denn da in dem Moment? An jedem Flur, als du mich weggeschickt hast. Dann ist er nicht mehr. Krass. Für die Eier ist das noch möglich. Also ich staune auch über dein Verhalten. Ich staune über mein Verhalten. Ich staune auch über dein Verhalten. Ja, so dass du das einfach mit dir machen lässt, du Idiot. Der Kahn kommt von zu Hause raus, der sieht, seine Felgen sind auch angeschraubt. Die haben auch seine Felgen mitgenommen. Die weiß ja, wo Felgenschloss ist. Die weiß ja, wo der private Felgenschlüssel ist. Nee, ey. Natürlich ist das auch ganz klar, dass der Khan da auf jeden Fall mit der Polizei arbeiten muss. Also, was heißt arbeiten muss? Er muss natürlich schildern, wie hier, was hier passiert ist. Ne? Der kommt nach Hause, nicht mal mehr. Ich glaube, sogar diese Mikro. Kühlschrank ist weg. Der hatte mal ein besseres Mikro, guck mal. Der hatte sogar das Mikro ist weg. Euro-Mikro bei Teddy. Leider, wisst ihr, was ich meine? Ja, nee, er hat das ja aufgenommen so für die Polizei und so. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt Anzeige gemacht worden ist. Ich bin so eh kein Freund von Anzeigen machen, aber sind ja jetzt keine Gangster oder so. Das ist ja Streit und das muss man ja so gerichtlich klären wahrscheinlich. Ne? Und das finde ich, ist ja okay, kann der Khan ja machen. Ne? Der Junge hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Er wurde ausgeraubt, er wurde irgendwie angegangen, hat er ja gesagt, von dem Vater, ist eine Körperverletzung, was weiß ich. Keine Ahnung, was der Khan als nichts macht, aber da werden die Bullen ein bisschen was zu tun haben. Ja, sag klar. Also das hat mich nicht am meisten verletzt, aber schon ein bisschen. Da hättest du wieder, also hast du ja noch nie leider, aber da hättest du mal sagen müssen, Anne, bitte, das ist zu viel, was euch einmischt. Ich kann doch nicht sein Geld, sein Hack nehmen. Warum lässt ihr mich eine Sünde gehen? Mein Bruder hat dir recht gegeben in dem Moment. Ich verstehe es über diese 10,5 Monate, dass ich nicht glücklich bin. Ja, doch, du warst. Okay, Leute, wir sind im Urlaub. Das ist mein schönster Urlaub. Das ist mein schönster Tag. Ich hab das für dich gesagt. Ach, hast du in den schönsten Momenten hast du irgendwie kaputt gemacht. Du hast mir alles vorgespielt. Größtenteils. Wallah, ich hab dir nichts vorgespielt. Wirklich, es war halt. Ich hab mein Leben gegeben, ich hab nichts vorgespielt. Damit du das weißt. Boah, der Arme, der sagt noch, boah. Unglaublich, Bruder, hast du das gehört, was sie gesagt hat, verstanden? Was hat die Antwort? Oder erstens, Leute, die ganze Aufregung war umsonst. Khan hat doch sein Hack wieder gekriegt, es steht wieder 0-0. Hast du nicht gehört, was sie gesagt hat? Nee. Die so, ja, mein Bruder hat dir recht gegeben. Wir haben zwar dein Geld genommen, deine Ehre beschmutzt, deine Familie beleidigt, geklaut, dich geschlagen, aber mein Bruder hat dir recht gegeben. 0-0. Also hat die alles zugegeben? Der Bruder hat recht gegeben. Und die hat gesagt, das habe ich alles nur für uns getan. Verstehst du den Sinn? Ja, wir dachten, die sind schlecht, aber der ist schlecht. Der hat das nicht zu schätzen gewusst. Für wen haben die denn gefickt? Warum haben die diese 20k Gold von ihm genommen? Um seine Liebe zu testen. Gehst du daran kaputt? Läufst du hinter das Geld her oder bleibst du hier? Was ist passiert? Weißt du, was gerade ernst? Die haben ja die getestet. Was labert du da? Was labert du da? Warte toll, toll auf die Lösung. Ich höre den noch zu. Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Der guckt doch voll ernst, weil so halb wirklich dabei wird nach dem Motto, ey Bruder, ich finde die Lösung. Ja, was labert der denn da jetzt? Khan, Alter. Hada. Hey, der arme Khan, der sagt noch, ich habe alles für dich gegeben. Und so, ey, ich kann deinen Schmerz fühlen. Ein Mann, der verliebt ist. Mann, ihr könnt das nicht nachvollziehen. Mann, ich war auch verliebt, Digga. Echt? Herz bricht, Mann, Alter. In wen? Mann, guck doch mal Rückspiegel, Bruder. Mein, du bist noch am Schlafen, Alter. Meine Fresse. Ich habe gerade noch gesagt, wer Rückspiegel hört, ist krass. Hört euch Rückspiegel an, Mann, Akräum, Alter. Mein Leben war gefickt. Ich bin nicht. Oder hört den Song nur mit dir an von mir. Ich schwöre bei Gott, nur mit dir ist krank. Nur mit dir, da habe ich echt, wo ich verliebt war und mein Herz gebrochen war, habe ich direkt nur mit dir fertig gemacht. Und so weiter und so weiter. Ey, geistkrank. Oder Tolga Escobar, danke für die Abos. Ich küsse dein Herz. Ich kann nicht mitfühlen, Alter.
Wallah. Du hast doch kein Herz, Bruder. Slavos, Junge. Du hast mir alles vorgespielt. Hm? Bruder, das war nur ein Bruchteil, was der jetzt erzählt hat. Hat der auch am Anfang gesagt. Wallah, mein Leben. Ey, wir haben, ey, ohne Scheiß, ne, geisteskrank. Wir haben das Ding hier tatsächlich 28 Minuten fast geguckt. Das geht noch 3 Minuten. Alter. Wir haben das über eine Stunde lang geguckt. Mit unseren Faxen. Echt? Und diesen Mann hast du verloren. Sei dir bewusst, was du verloren hast. Inshallah, ja Rabbi, bekomm dir das, was er verdient. Und ich hoffe, du änderst dich. Du hast verloren. Ich hoffe, du wirst ein besserer Mensch. Weil du bist keine schlechte Seele. Und das größte Problem, und das sage ich dir, es hat immer bei deinem Vater angefangen. Hm? Und damit ihr das versteht, Leute, 2 Wochen nach der Hochzeit, nach 2 Wochen nach der Hochzeit, obwohl ich so respektvoll zu deren Eltern war und immer bei ihnen war und so gut war, ich habe denen nur Geschenke gebracht, sie ausgeführt. Meine Schwiegereltern, sie sind wie meine Eltern. Und die trage ich auf Händen und sie ehre ich. Sehr korrekt. Dein Vater, als er eines Tages diese Psychosen bekommen hat, ich war am Beten im Wohnzimmer, du warst im Schlafzimmer. Und du warst auf Lautsprecher. Und da hat dein Vater zu meiner Mutter Piskopat gesagt und er hat sie beleidigt. Was? Kahn, da hättest du den Ring auf Fresse hauen müssen, Digga. Idiot. Und ich bin ins Zimmer gerannt, hab deinen Vater angeschrien, wie redest du über meine Mutter? Seit dem Tag hatte dein Vater nicht die Eier, sich bei meinen Eltern zu entschuldigen. Das ist heftig, Mann. Und dann hast du jedes Mal gesagt, bitte komm zu meinen Eltern. Mein Vater sagt, wir sollen das Ganze vergessen. Ganz, ganz bitte, krass. Sei doch ein guter Muslim und verzeih und vergiss. Ha? Ja, ja, ich soll zu euch kommen, dass... Ja, ein guter Muslim verzeiht. Klar, wer, wenn Allah verzeiht, wer sind wir, dass wir nicht verzeihen? Man darf nicht auf Menschen so und so machen. Ein guter Muslim mischt sich nicht in eine Ehe ein. Aber, genau, wenn der Vater auch ein guter Muslim ist, beklaut er nicht seinen Schwiegersohn, Digga. Was ist das denn? Vergessen, während meine Eltern zu Hause sind und auf deine Eltern warten. Und das letzte Mal, wo dein Vater hier war, hat mein Vater endlich deinen Vater zur Rede stellen können. Hat mein Vater gesagt, ha, jetzt kommen wir mal zu der Sache mit Piskopat. Ah, hast du meine Frau Piskopat gesagt, ja, Maniak? Ach, das ist Piskopat. Wann haben wir irgendwann irgendeine Art und Weise irgendwie ein Piskopat-Verhalten dargelegt? Hä? Und ich schwöre bei Gott, dein Vater hatte nicht einmal die Eier zu sagen, Entschuldigung. Was hat er gesagt? Stimmt nicht, das war an deinen Sohn gerichtet. Ich würde niemals was gegen deine Frau sagen. Dein Vater hat keine Eier. Und er ist kaputt im Kopf. Hä? Lass mich nicht auspacken. Der hat 28 Minuten sein Leben gefickt. Oder was hast du, ehrlich, gibt's was gibt's noch? Ja, die gab's noch andere Tage mit Geld. Gab's doch mehr, Bruder. Ich glaube. Oder fette Raubzüge direkt vor uns raus, wir haben nichts gemerkt, Bruder. Du hast mich verloren. Du hast jetzt zwar einen Haufen Geld bei dir, aber mich hast du nicht mehr. Du hast jetzt das ganze Gold, das ganze Geld. Aber ich bin weg. Ich bin weg. Nimm das Gold. Bade darin. Nimm das ganze Geld. Aber ich werde das nicht mit dir ausmachen. Weißt du, wann du zu mir zurückkommen kannst? Wenn ich wieder Geld habe. Ja, wenn das Geld weg ist, dann melde ich wieder. Über die Verhältnisse zu Hause, was du mir immer wieder erzählst. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. One Piece. Frag mal, wo der Schatz von One Piece ist. In der Bank. Der ist noch im Tresor. Ich wollte den eigentlich rausholen. Wir uns gestritten haben. Diese ganzen Schulden. Weil dein Vater gewisse Sachen nicht macht. Candy Ruffy. Ich sozusagen aufkommen musste, ha? Lass mich nicht alles auspacken. Oh, lass Mann, mich nicht so ekelhaft werden.